Moin Leute! Moin! Herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. Nachdem wir im letzten Video euch den Satz von Base erklärt haben, machen wir eine kleine vertiefende Aufgabe dazu, die das Ganze sehr gut zusammenfasst. Ja, ihr habt gesehen, probiert mal und pausiert. Wenn ihr euch das Ganze durchliest, werdet ihr sehen, ich habe hier eine bedingte Wahrscheinlichkeit drin. Eine Bedingung. Die Kugel ist rot, das wisst ihr schon. Das heißt, wir sind im Gebiet der bedingten Wahrscheinlichkeit. Und der Satz von Bayes ist ja nur ein Beispiel von der bedingten Wahrscheinlichkeit. Ja? Es gibt jetzt drei Lösungsmöglichkeiten und werden euch alle drei einmal erklären. Die erste ist, wir können das mit einem Baumdiagramm mit absoluten Häufigkeiten lösen. Das heißt, wir können einfach den Text durchlesen und dann sehen wir, hier tragen wir einfach, gucken wir ohne A, ohne B. Ich habe hier 8 rote Kugeln, 2 blaue, eine rote, 8 blaue. Und dann gucke ich mal. Ah, 9, genau. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, rechne ich ja immer so aus, der gewünschte Pfad durch alle möglichen Pfade. Das war ja schon immer so. So rechne ich einfach eine Wahrscheinlichkeit aus. Und der gewünschte Pfad, den ich habe, das ist ja hier der hier. Ich habe hier doch die eine Kugel geteilt durch welche Pfade gibt es insgesamt. Der hier und der. Also 1 plus 8 sind hier, sind 9, also ein Neuntel. Weil ja alle möglichen sind ja alle möglichen Roten. Genau. Und so aufschreiben, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Kugel B ziehe, unter der Bedingung, dass es eine rote Kugel ist. So schreibt man das korrekt auf. Der Satz von Bayes ist eigentlich genau das gleiche, bloß mit relativen Häufigkeiten. Genau. Wir haben das Baumdiagramm hier auch hingeschrieben, mit den jeweiligen Wahrscheinlichkeiten dran, an dem Pfad. Und dann haben wir hier die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten noch hingeschrieben. Wahrscheinlichkeit ohne A ist 1/2, 0,5, das gleiche gilt für ohne B. Und dann haben wir noch die Bedingungen, die Wahrscheinlichkeiten für Rot unter der Bedingung, dass es A ist. Also können wir hier einfach ablesen. 8/10. Ja, 8/10. Und genau das gleiche, die Wahrscheinlichkeit Rot unter der Bedingung B. Das heißt, wir sind schon hier, ist 1/10. Ja, 1/10. Genau, und der Satz von Bayes ist eigentlich genau das gleiche, was wir eben mit den absoluten Häufigkeiten hatten. Der gewünschte Pfad durch alle möglichen. Alle möglichen sind so wie eben einmal der hier, weil hier rot ist, und einmal dieser hier. Und welcher war gewünscht? Der hier. Also man guckt sich einfach den einen Pfad an und da brauche ich ja die Pfadregel, das ist sozusagen, ne, entlang des Pfades wird multipliziert, deswegen habe ich die eine Wahrscheinlichkeit mal die andere und unten stehen dann hier in dem Fall 2. Es kann auch sein, dass es 3 Pfade gibt, die, ne, unten stehen. Ne? Auf jeden Fall steht im Nenner immer die Summe von allen möglichen Pfaden und oben der gewünschte. Eintippen, komme ich auf das gleiche Ergebnis. Dann kann ich das gleiche auch nochmal machen mit einer Vierfeldertafel. Dann werdet ihr sehen, da braucht man den Satz von Bayes gar nicht. Ich sag mal, wenn es nicht gefragt ist, löse das mit dem Satz von Bayes, kann man es immer mit einer Vierfeldertafel machen. Ihr seht, tragt ihr euch einfach ein, ohne A, B, blau und rot, tragt ihr euch alles ein. Ihr wisst ja, alles muss immer das plus das und das ergeben, das plus das ergibt das. Und am Ende ergibt alles 20, weil ich 20 Kugeln habe. Und ich habe ja hier die Bedingung, dass es rot ist. Das heißt, ich gucke mir nur diese rote Zeile an. Alles andere kann ich komplett ausblenden. Wir haben ja auch Videos zu bedingten Wahrscheinlichkeiten gemacht. Das ist ein bisschen Voraussetzung dafür. Und jetzt ist es so, ich bin hier in dieser Zeile und ich will ja wissen, dass es aus ohne B kommt. Ja, also 1 zu 9. Das zu dem. Das ist einfach bedingte Wahrscheinlichkeit. Und es geht mit der Vierfeldertafel super schnell. Weil es insgesamt 9 Kugeln gibt, ne? Genau. Gut, das war's mit dem Video. Im nächsten geht's weiter mit stochastischer Unabhängigkeit. Ganz wichtig. Also dranbleiben, ne? Ciao. Ciao.